Ihr habt kein Unternehmenskonzept, kein Betriebskonzept, keine kulinarische Idee. Irgendwas machen wir falsch, was wir wohl nicht gesehen haben. Wie viel Geld habt ihr auf dem Konto? Nichts. Nichts. Wann hast du die Fritteuse letzte Mal gewechselt? Anderthalb Wochen. Anderthalb Wochen? Ich bin sehr unstrukturiert, ich bin sehr chaotisch. Ich habe mein Kind heute noch nicht gesehen und ich bin ein bisschen überfordert. Ich möchte ihr immer so gerne gute Nacht sagen. Ich vermisse mein Kind. Summa summarum ist das Schrott. Ich warte dann jetzt auf meine Bestellung, so zweieinhalb Stunden. Wie kann das? Ich muss mal kurz die Bücher. Ja. Ich bin da, Mel. Ich bin für dich die ganze Zeit da. Ich mach alles. Ich schneide jetzt. Psst, ganz ruhig, ganz ruhig. Im beschaulichen Moers am westlichen Rand des Ruhrgebiets wartet heute eine besonders dringende Rettungsmission auf Sternekoch Frank Rosin. Ich bin heute in Moers, das ist im Niederrhein, ganz bei mich in der Nähe. Und von dort hat mich Hennes gerufen. Der macht sich große Sorgen, denn seine Frau Mel, die betreibt das griechische Restaurant Mel's Taverne. Und wenn der mich ruft, dann glaube ich, läuft das nicht so gut. Ne? Also, ich guck mal, was da los ist. Richtig schöne Gegend hier. Ja, so ein gesetztes Wohngebiet. Ne? Hier kann man richtig gut wohnen. Apropos Wohnen. Ich weiß, dass Hennes und Mel neben ihrem Restaurant wohnen. Und da sie erst um 16.30 Uhr aufmachen, werde ich mal gucken, ob sie zu Hause sind. Tavernenbetreiberin Mel und ihr besorgter Ehemann Hennes haben keine Ahnung, dass gleich der zweifache Michelin-Sternträger an der Türe klingelt, um ihr Restaurant vor der Schließung zu bewahren. So. Hallo? Die Post. Nur kurz runterkommen. Ja. Hi. Na? Ich bin überrascht. Ich habe da gar nicht mit gerechnet. Überhaupt nicht. Und ich bin irgendwie noch so ein bisschen benebelt, weil ich hatte mich gerade hingelegt. Und ja, ich habe dann gerade aus dem Küchenfenster geguckt und habe gesagt, nein. Ich habe euch nämlich schon kommen sehen. Das ist ein Scherz. Ich bin so ein bisschen aufgeregt. Hallo. Ich dachte mir, ist keiner im Laden, 16.30 Uhr jetzt auch. Ja. Und ich wusste ja, dass sie hier... sauber machen, deswegen. Ja, komm, dann gehen wir zusammen hin. Aber die ist unordentlich, die Küche hatte gestern viel zu tun. Ja? Ja. Ja? Ja. Achso, da ich bin, ja, ich bin noch nicht frisiert, gar nichts. Gar nichts? Ist doch nicht schlimm. Okay. Guck mal, wie ich aussehe. Ja, wie immer. Ja. Okay, dann... Ich geh dann mal, ja? Ich komm mit. Genau, kommst du mit? Aber ja, ich bin doch jetzt hier. Ja, komm mit. Komm. Was hast du denn gestern zu tun? Ich hatte sehr gut zu tun. Sehr gut zu tun, schön. Was heißt denn gut zu tun? Acht Essen ist für mich schon gut zu tun. Ach, das war gut zu tun? Das ist für mich gut zu tun, ja. Und die Theke war voll. Acht. Ich dachte, du hättest gestern hier irgendwie drei Busse gehabt. Acht Leute, ich hatte gestern gut zu tun. Ja, du bist ja, das ist für mich gut zu tun. Na, du Humor hast du ja schon mal. Ist ja schon mal lustig. Die beängstigend niedrige Gästezahl ist genau der Grund, warum Frank Rosin gerufen wurde. In Mel's Taverne läuft etwas gehörig schief. Um herauszufinden, warum das Lokal nicht läuft, muss sich der Restaurantprofi ein Bild vor Ort machen. Hier geht's rein? Ja, bitte. Gut. Machst du mal Licht an, kann ich nicht sehen. Ja. Was ist das denn? Auf rustikalen 51 Quadratmetern sollen künftig bis zu 24 Gäste die Leckereien des griechischen Mittelmeerstaates genießen. Doch die Taverne versprüht den Charme eines Partykellers aus den 60ern. Das ist Mel's Taverne. Das ist Mel's Taverne, ja. Und die machst du alleine? Ja. Ganz alleine? Ja. Und warum griechisches Lokal? Weil meine Eltern, die haben einen griechischen Imbiss. Und ich bin halt, oder meine Geschwister, wir sind da so reingewachsen. Ja, mein Papa ist Grieche.
Ich liebe die griechische Küche und ich habe gedacht, dann machst du griechisch, ne? Machst du griechisch. And what have you gelernt? Was ich gelernt habe? Kindergärtnerin. So, ich gehe jetzt in meine Küche, auf Ordnung, weil um 4:30 habe ich ja wieder auf. Ja. Muss mein Gyros gleich noch ein bisschen würzen. Und dein Gyros würzen? Ja. Machst du das selbst? Ja. Mhm. Und eigentlich ist jetzt die Zeit, dass mein Kind nach Hause kommt und ich Mittagessen koche. Du hast ein Ich habe eine Tochter, die ist 5. Oh, echt? Ja, und ich warte jetzt, eigentlich müsste mein Mann jetzt abholen. Hat dein Mann Not? Ja, und dann bin ich eigentlich zu Hause bis 3, weil ich habe ja nicht viel Zeit mit meiner Kleinen. Und du gehst in deine Küche und wir checken die Lage mal. Ja, okay. So, ich ruf mal kurz an, ja? Ja, ruf an. So. Super. Sehr sympathisch, Jetzt wollen wir mal gucken. Also eine Frau, die Küche und Service alleine macht und noch ein 5-jähriges Kind hat und das auch noch. Familie, also was? So, jemand muss mal helfen. So, ich guck mir schon mal selber die Küche an. Zum Aufräumen bleibt Mel keine Zeit. Wo ist deine Küche? Die ist da. Ich will die jetzt einmal sehen. Aber nicht mit reinkommen. Also Chaos von gestern, ja bitte. Ja. Was erwartet den Sternekoch in Mels Wirkungsstätte? Das ist deine Küche? Ja. 13 Quadratmeter voll mit den Resten vom Vorabend. Und die Ausstattung in Mels kleinem Küchenreich ist nur bedingt auf dem Stand einer Profiküche. Ist doch gar nicht so schlimm. Das ist hier dein Traum, hast du gesagt, ne? Ja. Du lebst deinen Traum, oder? Ja, eigentlich schon. Und wie lange lebst du den Traum schon? Oder wie lange ist das schon dein Traum? Ich wollte eigentlich immer einen eigenen kleinen Laden haben. Ich bin das ja gewohnt, ich kenne das ja von meinen Eltern. Ich hab, als junges Mädchen habe ich immer ausgeholt. Ja, habe ich auch gemacht. Ja, meine Eltern hatten ja so ein Imbiss und ich fand das immer ganz toll, Pommes zu machen. Ich kann dir eins sagen. Ja. Selten so einen chaotischen Laden gesehen, der so hemdsärmlich wie einfach ist. Aber du bist so sympathisch, ich freue mich auf unsere Zusammenarbeit. Das ist schön, ich freue mich auch. Jetzt gucke ich mich um und du machst mal hier Klatsch. Ich mach Klatsch. Ich bin sehr unstrukturiert, ich bin sehr chaotisch. Und meine Abläufe sind manchmal für die Gastronomie nicht gemacht. Also ich hab oftmals keinen Plan. Ich bin dann mit vielen Sachen überfordert. Doch an einem hygienisch einwandfreien Arbeitsplatz geht kein Weg vorbei. Das weiß auch die gelernte Kindergärtnerin und bringt das Herzstück ihrer Taverne wieder auf Vordermann. Für die Zukunft setzt Mel auf den Sternekoch. Und ich glaube, der Frank, der wird mir da ein paar Tipps geben, wie ich alles vielleicht lockerer mache, mir einen Plan mache und mir ein paar schöne Rezepte zeigt. Und das erhoffe ich mir vom Frank, ja. Hallo. Oh. Hi. Auch Mels Familie. Ehemann Hennes und Töchterchen Johanna hoffen auf eine bessere Zukunft. Der 55-Jährige unterstützt seine Frau mit ganzer Kraft bei ihrem Lebenstraum. Deshalb kümmert er sich um Johanna und den Haushalt. Hallo, meine Liebe. Na? Was ist denn hier los? Volles Haus und das um die Uhrzeit. Ja, geht los. Ja, schön. Du hast mich doch gerufen. Ja. Aha. Coole Sache. Das war super, super. Ich bin freudig überrascht. Du hast mich gerufen, deine Frau hat mit dem Laden Probleme. Ja. Und ich möchte euch helfen, den Laden nicht nur in Schwung zu bringen, sondern dass ihr damit Geld verdient und eure Zukunft damit gestalten könnt. Man kann damit Geld verdienen? Das ist gut. Das ist sehr gut. Ich habe mich eigentlich an den Frank Rosin gewandt, weil ich gesehen habe, anhand der Bücher, die wir machen, dass das so nicht weiterlaufen kann. Also irgendwas machen wir falsch, was wir wohl nicht gesehen haben. Was ist deine Aufgabe? Hast du eine Aufgabe? Ich gehe einkaufen. Mhm. Und ich schreibe die paar Zahlen, die wir haben, die schreibe ich dann in die Bücher. Ne? Mhm. Machst du selber noch einen? Hast du selber einen Job? Nee, ich bin Hausmann. Ich bin der Alleinverdiener, weil wir haben ja die Rollen getauscht. Für den Hennes ist es auch Neuland. Er macht das jetzt seit einem Jahr, dass er sich um Johanna kümmert. Er kümmert sich gern, er liebt seine Tochter über alles und er merkt halt jetzt die intensive Zeit mit seiner Tochter, genießt er auch richtig. Weil vorher war er viel weg, viel arbeiten und jetzt ist es halt, dass er viel mehr Zeit hat für seine Tochter. So, komm Süße, dann gehen wir mal. Später, ne? Ja, alles klar, okay. Tschüss.
Ciao. Ich bin ja echt völlig überrascht. Tschüss. Wir sehen uns nochmal, ja. Ich wollte es ja gar nicht glauben. Das ist noch mal ein anderes. Ja. Ja. So, tschüss zusammen. Ciao. Ciao. Sehr nett, ne? Und die Kleine? Mega. Also Kinder sind was Besonderes. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum das hier klappen muss. Meine Tochter hat ganz oft schon zu mir gesagt, ich kann das nicht. Ich möchte ihr immer so gerne gute Nacht sagen. Beim Telefon kann man ja ihr keinen Kuss geben und sie umarmen. Das geht ja nicht. Weil ich habe ihr immer die gute Nachtgeschichte vorgelesen. Aber sie ist eigentlich so ein starkes Kind und dann sagt sie, du machst es schon, Mama. Und sie ist erst 5 Jahre alt. Und sagt immer, die Taverne war dein Traum, hat der Papa gesagt. Und der Papa ist gut zu mir, du musst dir keine Sorgen machen. Und ja. Also es fällt mir doch schon schwer, ich vermisse mein Kind.